Hallo Mitte April im Küchengarten. Das Wetter ist, wie es im April so üblich ist, eher durchwachsen. Heute in der Früh hatten wir noch Schneeregen bei recht frostigen Temperaturen und jetzt scheint die Sonne und ich kann nur in meiner Weste draußen stehen. Und in diesem Video soll es darum gehen, was ich Mitte April jetzt schon ins Freiland pflanze. Man muss es natürlich mit Vorsicht genießen, denn das Wetter kann ganz schnell umschlagen. Momentan haben wir in der Nacht so an die 5 bis 7 Grad, aber es kann auch noch Minusgrade geben. Deswegen die kälteempfindlichen Pflanzen doch lieber noch im Haus lassen und zum Abhärten immer wieder nach draußen tragen. Das mache ich nun regelmäßig mit meinen Tomaten und mit meinen Paprika. Aber Sachen wie Zwiebel, Blumenkohl, Rot- und Weißkohl, das kann man jetzt schon ins Beet setzen. Auch Kohlrabi, rote Rüben und natürlich den Salat. Und einige dieser Schätze habe ich ja schon vorgezogen und in meinem Gewächshaus stehen. Die haben schon eine beachtliche Größe, weil ich schon Ende Februar habe ich sie schon angesät. Und einige davon möchte ich jetzt ins Beet setzen. Hier habe ich jetzt meine Palette mit frühen Kohlsorten. Da habe ich einen frühen Rotkohl drauf, den Amaranth, und frühen Blumenkohl, die Neckarperle. Und davon werde ich mir jetzt ein paar rausnehmen und sie dann in meinem Hochbeet einpflanzen. Die sind wirklich auch schon sehr schön durchwurzelt und schön groß. Die können jetzt ins Beet. Und was ich hier auch noch habe, ist eben mein portugiesischer Porree, nein, nicht portugiesisch, ein bulgarischer Porree, der ja extrem lange Schäfte entwickeln soll. Und von dem werde ich jetzt einiges zwischen den Kohl setzen. Ab mit meinen Schätzen. Hier in Hochbeet Nummer 2 stehen noch ein paar Blumenkohl drinnen, die ich im Herbst letzten Jahres gepflanzt habe. Die geben jetzt so richtig Gas und von denen verspreche ich mir eine frühe Ernte. Und hier möchte ich jetzt auch schon von meinen neuen Kohlpflanzen reinsetzen. Und danach, deswegen seht ihr hier schon diese Konstruktionen mit diesen Elektroinstallationsrohren, und danach mit so einem Gemüseschutznetz das Ganze schützen gegen die Kohlfliege, gegen den Kohlweißling. Also da ist der Druck hier schon recht hoch und dagegen muss ich vorgehen. Das Beet habe ich schon vorbereitet, indem ich frischen Kompost aufgefüllt habe, den ich noch hinten bei mir im Küchengarten fertig vorrätig hatte. Und zusätzlich, weil Kohlpflanzen ja Starkzehrer sind, gebe ich hier auch noch einen biologischen Langzeitdünger hinein, damit sie mit Nährstoffen ausreichend versorgt sind. Ja, und während der Kulturzeit, während der Wachstumszeit werde ich dann vielleicht auch noch mit einer Brennnesseljauche düngen oder einer Beinwelljauche, je nachdem, was für Jauchen ich dann ansetze. Und jetzt geht's weiter mit meinem bulgarischen Riesenlauch. Den werde ich jetzt hier dazwischen setzen und vielleicht am Rand. Und den Rest setze ich dann zwischen meine Karotten hinten in den Küchen. So, da nehme ich jetzt einfach ein paar Pflänzchen heraus. Die lassen sich schön lösen. So, und jetzt drücke ich einfach mit so einem Unkrautstecher ein
Löcher in den Boden und setze meinen Lauch dann dort hinein. Jetzt schwemme ich das Ganze noch gut ein und hoffe, dass ich die Pflanzabstände nicht zu eng gemacht habe, damit ich auch etwas ernten kann. Das ist immer so eine Sache, ich bin mir da immer so unsicher. Wenn wir gerade von Salat sprechen, hier in meinem Gewächshaus habe ich schon einige selbstgezogene Pflänzchen, die jetzt wirklich schon eine richtig tolle Größe haben, und die dürfen jetzt auch hinaus ins Beet. Ausgerüstet bin ich hier mit den Schneckenkrägen, die ich jedes Jahr wieder verwende, denn obwohl ich Laufenten habe, ist der Schneckendruck hier bei uns so hoch, dass kein Salat im Freiland lange überleben würde. Im Hochbeet geht das etwas besser, dort ist der Schneckendruck nicht so hoch. Aber hier am Boden arbeite ich lieber mit diesen Krägen, weil sonst wäre am nächsten Tag in der Früh überhaupt nichts mehr von dem Setzling da. Dieses Beet hier neben meinem Nektarinenbaum hat ja diesen kleinen Vorsprung. Hier muss ich immer mit der Wasserversorgung aufpassen, denn hier hinten, seht ihr das vielleicht, ist es staubtrocken. Da werde ich jetzt erstmal zuerst werde ich ein bisschen umgraben, nachher ordentlich gießen, damit die Erde sich wieder schön vollsaugen kann. Und hier möchte ich eigentlich Buschtomaten, weil das ja nicht so hoch ist, dann Ende Mai hineinpflanzen. Aber bis dahin ist der Salat schon abgeerntet. Und wenn nicht, die Tomatenpflanzen sind noch so klein, die kann ich zwischen die Salate setzen und eine Unterpflanzung für Tomaten mit Salat, Basilikum oder Spinat ist eh immer von Vorteil. Ich hoffe, diese Schneckenkrägen helfen auch von neugierigen Katzen. Hä? Bin ich mir noch nicht so sicher. Sehen wir das dann? Hindernisparcours. Du, 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 du. Was ist das jetzt? Hä? Aha, möchtest helfen? Okay. Hier in meiner Zinnbadewanne habe ich noch Herbstlauch, den ich über den Winter nicht abgeerntet habe. Ich glaube, ich habe ihn zu spät eingesetzt und deswegen ist er nicht so schnell gewachsen. Jetzt hat es hier aber schon ein paar dicke Stangen und die ernte ich fürs heutige Mittagessen. Was nehme ich mir hier zu Hilfe, weil die Erde hat sich recht verdichtet. Ich habe da so einen Unkrautstecher, den ich für den Löwenzahn verwende, wenn ich ihn ausstechen muss in meinen Beeten. Und damit funktioniert das eigentlich ganz gut. Und Gehilfen habe ich hier auch wieder, wie ihr seht. Ja. Gell, in diesen Beeten kann man Katzen auch züchten, hä? Ja.
Um meine Heidelbeersträucher muss ich mich auch noch kümmern. Die habe ich hier unter meiner Silbertanne eingesetzt. Rundherum habe ich immer ein großes Loch ausgehoben und das mit saurer Erde gefüllt, weil die Heidelbeersträucher ja nur in saurer Erde gedeihen. Aber anscheinend wird trotzdem durch den Regen Kalk zu den Wurzeln der Heidelbeeren hintransportiert. Das mögen die überhaupt nicht. Dann verkümmern sie, dann entwickeln sie sich nicht. Und das ist mir jetzt hier überall passiert. Wie ihr hier seht, die schauen total mickrig aus. Tragen fast keine Blätter, von Früchten schon gar nicht zu sprechen. Jetzt habe ich letztes Jahr schon angefangen, einige von ihnen auszugraben und in Töpfen zu kultivieren. Das funktioniert wirklich super, weil wenn ihr euch diese hier anschaut, die habe ich letztes Jahr in Töpfe gesetzt. Die haben zuvor ausgeschaut wie diese armen Gräubeln hier und die sind jetzt traumhaft schön, sind voller Früchte, sind groß geworden. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass ich das beibehalte und auch die restlichen meiner Heidelbeersträucher ausgrabe und hier in Töpfen kultiviere. Hier habe ich auch noch zwei ganz junge Beersträucher, die ich vorletztes Jahr aus Stecklingen gezogen habe. Die schauen auch schon toll aus und tragen dieses Jahr sogar schon Blüten. Also im Topf klappt das wirklich wunderbar. Ich habe ja hier in diesem Beet auch noch reichlich Platz. Das heißt, da kann ich noch einige Töpfe hinstellen. An diesem armen Stück kann man wirklich gut sehen, der Strauch ist an diesem Standort sicher schon 3 bis 4 Jahre gestanden und da hat sich am Wurzelballen überhaupt nichts getan, der ist verkümmert, da hat sich nichts Neues gebildet, also dem hat das da wirklich überhaupt nicht gefallen. Da haben wir auch noch ein paar abgefrorene Äste, die werde ich dann noch gleich wegschneiden. Bei der Erde ist es jetzt natürlich sehr wichtig, dass ihr saure Erde nehmt, also für Pflanzen, die in Moorbeeten stehen, die es gern sauer mögen. Ich habe hier eine, die ohne Torf ist, um unsere Moore zu schützen, unsere natürlich vorkommenden. Und auch der Dünger, den man diesen Beeren gibt, sollte speziell für Pflanzen sein, die einen sauren Boden bevorzugen. Meine Heidelbeer-Blaubeersträucher im Topf dünge ich einmal im Jahr nach. Und zwar ist das immer im Frühjahr, wenn sie beginnen, in den Saft zu gehen, Blätter und Blüten bilden. Schön, dass ihr mich heute bei meiner Tour durch meinen Gemüsegarten wieder begleitet habt. Gebt dem Video doch gerne einen Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat und schreibt mir einen Kommentar, was ihr momentan schon so ausgepflanzt habt in euren Gärten. Bei mir geht's fröhlich weiter. Ich hoffe, das Wetter bleibt stabil und die Sonne lacht mir, damit ich weiter im Garten werkeln kann. Ich freue mich auch schon auf die erste Ernte von Spinat und den ersten Kopfsalaten. Im Gewächshaus ist es ja bald soweit.
Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit in euren Gärten und bei euren Projekten und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen bei mir im Küchengarten. Bis dann!